Einen wunderbaren 8. Dezember 2021. Wir haben beinahe die Energie des heutigen Tages schon annehmen dürfen, denn ungefähr seit 4 Uhr morgen geht es so richtig los. Manche Menschen haben mit Schwindelattacken wieder zu kämpfen, die anderen mit Kopfschmerzen, aber ganz gewiss mit einer gewissen Melancholie. Und das sind auch wieder diese aufreibenden Shift-Tage. Diese gehen noch bis morgen, spätestens übermorgen, aber dieses erste Drittel des Dezembers geht darum, dass wir eine unglaublich intensive Lichtsimulation annehmen dürfen. Ich durfte heute auf meiner Homepage eine sogenannte Angstlöschung einschreiben. Jeder darf sie nachmachen. Ihr könnt sie jeden Tag wiederholen. Ich habe es gerade vorhin ausprobiert. Funktioniert herrlich. Du wirst richtig, sie sagen, in die eigene Mitte gebracht. Und dieses sind immer die Geschichten, die ich gerne jedem Menschen zur Verfügung stelle. Heute soll ich euch drei Worte weitergeben. Das eine ist diese Immunisierung. Und hier geht es darum, dass wir aufhören mit diesen endlosen Kämpfen. Ich habe vor kurzem wieder ein Mail bekommen und hier ging es darum, dass jemanden weitergegeben wurde, wenn er sich impfen lasse, dann wird er es im Jenseits büßen. Und diese sind so unglaubliche Angstfallen, die Menschen, warum auch immer, weitergeben. Und hier kann ich immer wieder nur animieren, vertraue doch deinem eigenen Gefühl. Höre dir diesen Mist nicht an. Dreh solche Geschichten sofort ab. Hör diesen Menschen nicht zu, denn es ist in meinen Worten Bullshit. Hör auf, dich gegen etwas zu wehren. Und hier geht es gar nicht darum, was du jetzt tust. Es geht darum, dass du dir selbst mehr denn je vertraust. Es geht darum, dass du diese innere Stimme mehr denn je annimmst. Ich versuche momentan täglich auf der Homepage euch dorthin zu führen. Wir haben gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht mehr, durften wir das dritte Auge ein wenig mehr denn je öffnen. Und ich versuche wirklich per Fernarbeit euch hier behilflich zu sein, dass ihr schneller in eure eigene Selbstständigkeit kommt. Hier geht es darum, dass Menschen euch beeinflussen wollen. Und Beeinflussung soll etwas Positives sein. Und wenn dir Angst gemacht wird, dann abdrehen, wegdrehen. Das ist nicht der richtige Weg. Du sollst in dir deine eigene Stärke spüren dürfen. Du sollst alles dazu bekommen, dass du wirklich deinen eigenen Weg mit Leichtigkeit meisterst. Und heute ist ein richtig rigoroser Lichttag. Und heute bist du gefordert. Erstens noch einmal, und das ist das zweite Wort, die Jammerei, stell sie ab. Wenn es heute schwindelt, wenn es heute schwankt, wenn du mutlos bist, wenn du melancholisch bist, stell es nicht ab, aber akzeptiere es. Es gibt eine große Grundhaltung, die wir lernen dürfen, und das ist das dritte Wort, das ist Vertrau dem System. Es kommt eine neue Systembesprechung. Dieses werden wir ab Jänner 2022 so richtig spüren. Der Dezember ist ein Einlauf in, Sie sagen, wie in eine Primiz, ein Stern, der leuchtet. Und diese Sternenergie hat ganz viel mit der neuen Kraft zu tun. Aber natürlich ist alles, was alte Struktur ist, beinahe nicht mehr festzuhalten. Es ist natürlich ein altes System, was wackelt, was zusammenbricht. Es bricht in uns zusammen, weil eigentlich gar nichts mehr festzuhalten ist. Du weißt heute überhaupt gar nicht mehr, was morgen kommen wird. Und darum ist es so wichtig, dass du deine eigene Balance halten kannst. Ich soll heute eine ganz wichtige Übung dir weitergeben. Und für dieses wünsche ich mir, dass du ganz kurz deine Augen schließt. Ganz kurz, schließe deine Augen. Und nun schaue ganz spontan auf deine Hände. Sind deine Hände ganz gelassen? Spür nur einmal in deine linke Hand, in deine Handflächen, deine Finger. Wie ist es mit deinen Fingern? Hast du das Gefühl, dass du fließen lässt? Und jetzt spüren die rechte Hand. Was passiert? Wie sind deine Hände? Und sie sagen, versuch jeden Tag eine kleine Übung zu machen. Linke Hand, mach die Hand zur Faust und öffne sie. Und dieses machst du 13 Mal. Eine ganz gute Übung, um die Gelassenheit zu lernen. Zwei. Wieder zusammen. Drei. Vier. Fünf.
sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Merkst du, es wird ruhig in dir. Und diese kleinsten Übungen helfen dir, den Tag leichter anzunehmen. Lichttage sind Rumpeltage und wir sind in einem Rumpeljahr. Freu dich dem, was du loslassen kannst. Nun die rechte Hand zur Faust. Eins, zusammen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Und nun palmierst du die Hände, das heißt, du reibst sie kurz. Dann die linke Hand legst du auf dein drittes Auge, die rechte Hand legst du auf deine linke Hand und dann sprichst du meine Worte nach. Ich höre auf zu zweifeln und übergebe mein Leben in Gottes Hände. Ich höre auf zu zweifeln und übergebe mein Leben in Gottes Hände. Ich höre auf zu zweifeln und übergebe mein Leben in Gottes Hände. Nun nimmst du zuerst die rechte Hand weg. Und nun, ab dem Moment, wo du die linke Hand wegnehmen kannst, wirst du merken, dass sich in dir wieder etwas öffnet. Diese sind Rituale. Diese sind Möglichkeiten, bei dir anzukommen. Wir haben zwar schon den halben Tag hinter uns, aber ab 14 Uhr kommt noch eine kleine Lichtsimulation und darum können wir heute so richtig bewusst üben, Stärke in diesen Tag, in jeden Tag abzuholen. Sei dir klar, dein Leben ist bestimmt. Das ist das, was ich dir heute noch weitergeben kann. Und wer Lust hat, schaut heute bei mir auf der Homepage vorbei. Danke dir.